fängt der Tag an um 3.30 Uhr, Tagwache. Frühstückt um 4 Uhr, fahren wir vom Hotel weg und fahren ungefähr 40 Minuten am Gletscher rauf und dann steht der Kurs schon, es ist eigentlich, er wird eigentlich schon im Dunkeln gesetzt und sobald es hell ist und man kann einigermaßen, sage ich, findet runter und es ist kein Wildwechsel mehr, dann beginnen wir schon mit der ersten Fahrt und wir haben dann schon so 7, 8, 9 Abfahrten mit der ersten Einheit hinter uns, wenn dann die Lifte anfangen um 6:30 oder was, dann wechsle ich aufs Darum. ÖSV Damen A-Kader. Und wer? Die Streng, die Daum und die Trierndl. Wir sind glaube ich am Ski probieren ein bisschen. Dann haben wir alle Ski gewechselt. Riesenslalom in Sölden ist das passiert beim Einfahren zum Rennstart hin. Und ich bin 2 Tage oben weiter, also nicht bei dem nächsten noch, sondern noch eins weiter oben gestürzt. Und so auf das Tor im Liegen zugerutscht, schaut so. So. Und so in die nächste Stange rein. Und habe die Stange genau da hergekriegt, natürlich ohne Schienbeinschützer im Riesendorlauf. Und habe sie genau da hergekriegt, wo der Schuhrand ist. Und da unten ist eine ziemliche Wucht, da unten gibt nichts nach. Ne? Die ganzen Stangen so drüber gebogen, noch zusätzlich. Da hat sich den Blutdruck dann so nach hinten in den Wadel reingehabt. Das war das Hauptproblem. Und hast gleich gewusst, das war das? Zuerst habe ich schlimmer gedacht, zuerst habe ich auch der Fuß ist gebrochen. Und dann habe ich gemerkt, hoppala, das Gefühl kommt wieder, so einmal hauptsächlich, grob einmal. Bin ja dann das Rennen noch fertig gefahren und ich muss sagen, da war ich auch stolz drauf, dass ich das noch fertig gefahren habe, aber aus dem Bluterguss ist dann einfach ein taubes Gefühl geworden. Und das hat mich nicht mehr verlassen, bis zum heutigen Tag. Das ist das Hauptproblem, was übrig geblieben ist. Ich tue aber sehr oft mit meinem Fuß reden, mit dem Fussi, sprechen, gut zureden. Dann gebe ich ihm manchmal eine Massage, dann bekommt er wieder Streicheleinheiten und so. Also er wird sehr stark von mir gelobt und gepflegt und der hat sich schon zurückgemeldet, wenn ich so weitermache, könnte sein, dass sich die Nerven wieder melden. Was denn? Scheiß gefahren. Wieso? Schweren Fehler gemacht. Eieiei. Ja. Ersten Durchgang verpatzt. Macht nichts. Hast du noch 4? Hab ich noch ein paar. Ich hab noch ein paar Möglichkeiten. Das letzte Mal gefahren ist schon eigentlich im Winter, das war am 4. Jänner. Und dann hat er eigentlich fast 5 Monate Pause gemacht. Und heute sind wir eigentlich den 3. Tag im Schnee und das schaut schon ganz gut aus. Gesundheitlich passt und so kann man auch fahren. Das ist der sogenannte Schmusewachs, weil ich jetzt mit jeder Torstange schmusen werde. Da muss man schön schmieren, sonst treibt's.
fahren wir wieder heim. Fahren wir heim zur Mutter. Ah, da muss man längs putzen, gell? Quer geht da mal gar nichts.